Hallo, mein Name ist Robert Zerkowski und willkommen zu einem neuen Format. Ich habe ja gerade viel Zeit, so wie ihr anscheinend ja offensichtlich auch. Deswegen guckt ihr dieses Video. Und ich werde heute ein bisschen was erzählen über ein Bildprojekt, was ich mal gemacht habe in meinem Studium. Es hat im Studium angefangen und hat sich dann aber weiterentwickelt und wurde so ein bisschen zu so einem Selbstläufer. Und ich will heute nur ein bisschen was darüber erzählen, ein paar Bilder zeigen, was zu den Bildern erzählen. Und das war's schon. Und zwar habe ich im Masterstudium hatte ich ein Fach, das hieß Schlüsselkompetenzen. Und dabei habe ich einen handwerklichen Betrieb dokumentiert, der in der Innenstadt liegt. Sowas gibt es in München sehr selten, in allen Großstädten eigentlich, wo die Mietpreise mittlerweile immer mehr steigen und immer teurer werden und die kleinen Handwerksbetriebe sich sowas gar nicht mehr leisten können. Und da habe ich einen Betrieb gefunden, der eine alte Druckerei ist und eine kleine Galerie. Und ich habe diese Druckerei sozusagen dokumentiert und habe daraus eben so eine Fotostrecke gemacht. Und es ging eigentlich um Architektur, aber mich hat Fotografie dann doch immer schon mehr interessiert und deswegen gab es hauptsächlich schöne Fotos. Und für dieses Studienfach habe ich dann so ein Büchlein hier erstellt, also so ein Katalog quasi, der extrem schlecht produziert ist, muss man sagen. Das Ding fällt komplett auseinander. Ich habe das in Handarbeit gemacht. Also man hört es auch. Warte. Ja gut. Man hört es nicht. Aber das hat sonst immer geknatscht und so. Ja, ein bisschen hört man es. Und die Seiten fallen dann auch raus und sind auch schief geschnitten. Und die Druckqualität ist auch richtig schlecht. Hier fällt eine Seite raus. Naja, egal. Hauptsache, ich habe eine gute Note bekommen auf dieses Fach, weil es inhaltlich gut war. Genau, und dieses Ding hier und die Fotos dazu habe ich dann den Herrn Christoph Dürr gezeigt, der Eigentümer ist von dieser Druckerei und Galerie. Ein sehr netter älterer Herr mit einer unglaublichen Kunstkompetenz, der auch schon mehrere Galerien geleitet hat und einfach sich sehr gut auskennt. Und zudem eben diese Druckmaschinen und so bedienen kann. Denn diese Druckerei, die bestand schon seit 90 Jahren und verwendet immer noch Techniken aus der, also ganz klassische alte Techniken mit so Heidelberger Zylindern und so. Also das heißt Bleisatz. Ja? Das heißt, man setzt Texte mit der Hand oder mit der Maschine, Buchstabe für Buchstabe, spiegelverkehrt und druckt die dann mit Riesenmaschinen auf Papier. Richtig aufwendig. Und ihm haben die Bilder so gut gefallen, dass er daraus eine Ausstellung machen wollte. Also er wollte diese Bilder zum 90-jährigen Geburtstag dieser Galerie und Druckerei ausstellen. Und das haben wir gemacht. Und wir haben eine Ausstellung gemacht. Und im Rahmen dieser Ausstellung wiederum gab es einen Ausstellungskatalog. Das ist quasi das hier, nur in gut, ein bisschen kleiner, aber dafür viel hochwertiger und besser und ausgefeilter. Und das Schöne ist, man... jetzt kommt hier so eine Kürze. Das Schöne ist, bei diesen Bleisatzsachen, man spürt richtig diese Buchstaben, weil die so ein bisschen tiefer sind als der Rest. Und ja, er hat dieses wunderschöne Druckerzeugnis hier gemacht. Nochmal mit meinen Bildern, diesmal im Digitaldruck, also die Fotos sind im Digitaldruck. Ja, das ist in dem Format wahrscheinlich auch das Beste, sage ich jetzt mal, preis-leistungsmäßig. Ne? Aber die Texte, alles was Texte sind, und da gibt es sehr viel Text hier drin, weil das Ganze so ein bisschen aufgezogen ist wie so ein kleines Lexikon für Druckerzeugnisse, klassische Druckerzeugnisse, die sind alle im Bleisatz gedruckt. Und das ist schon was Besonderes. Das ist alles handgeschnitten und so. Ist schon... Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Und dankbar auch, dass dieser Aufwand betrieben wurde. Und zwei dieser Bilder aus der Ausstellung, in dem Format, wie wir es auch dann präsentiert haben, hängen bei mir in der Küche und ich habe die mal schon abgehängt. Und habe die hier eingerahmt, hängen die bei mir in der Küche. Sind Schwarz-Weiß-Abzüge und kann man auch kaufen übrigens. Kann man auch kaufen. Aber egal. Genau, ich mag die Bilder sehr gern. Und habe hier eben zwei Bilder davon aufgehängt. Wobei, ich kann auch nicht, ich habe meine ganze Wohnung ist voller Bilder. Ich habe gar keinen Platz mehr, um noch mehr Bilder aufzuhängen. Und ich will aber eigentlich noch viel mehr Bilder aufhängen, weil ich habe so viele, die ich total gern mag.
Ja. Ah ja. Das ist mein Lieblingsbild aus der Strecke, aber ich zeige euch gleich alle Bilder. Wir gehen alle mal durch, wir flippen alle durch, keine Sorge, ich werde nicht zu jedem was sagen, wie bei so Urlaubsbildern, die Leute nur nerven. Ja. Auch hier muss ich wieder sagen, Leute, hängt eure Bilder auf. Lasst sie nicht auf der Festplatte vergammeln. So, jetzt schalten wir auf meinen Bildschirm hier und ich klicke die Bilder durch und zu manchen sage ich was, zu manchen sage ich nichts. Ich will nur, dass ihr so einen allgemeinen Eindruck bekommt, wie das abgelaufen ist. Also ich bin zum Herrn Dürr gegangen, ich hatte meine Kamera dabei. Ich will gar nicht zu technisch werden, aber digitales Vollformat, damals die Nikon D750, ich glaube mit einem 24-105er Objektiv von Sigma damals, also doch sehr technisch geworden, alles aus der Hand fotografiert, ohne Stativ und nur mit natürlichem Licht. Und wir sehen hier so diese Raumimpressionen, das ist alles über Jahrzehnte, fast 100 Jahre gewachsen. Es ist chaotisch, es ist alles total vollgestellt, aber es ist halt total schön. Es ist alles schon so ein bisschen abgegriffen, also es ist alles mechanisch, diese ganzen Maschinen. Und es sind so viele Details, in die man sich wirklich nur verlieben kann. Es ist einer der schönsten Räume, in denen ich je war. Und ich habe eben gewechselt zwischen atmosphärischen Bildern, um den Raum zu erfassen, aber dann eben auch Details zu fotografieren, wie hier einen Bleirohling, aus dem diese Bleibuchstaben gegossen werden. Weil diese Buchstaben nutzen sich natürlich ab, wenn man die benutzt. Und dann werden die eingeschmolzen und daraus werden neue Buchstaben gegossen. Total krass. Genau, da sieht man eben diese Maschine, aus der dann dieser Rohling kommt. Mega heiß natürlich. Verschiedene Druckerplatten und Drucksysteme. Ich mag halt auch dieses Mechanische an dem Ganzen, dieses haptische, materielle. Auch diese, wie unglaublich komplex diese Maschinen sind. Ich meine, das sind ja alles mechanische Maschinen. Da ist noch nichts mit Computertechnik. Diese Maschine hier, die ist gar nicht so alt. Ich glaube, die wurde sogar noch lange benutzt in den Zeitungen bis in die 70er, 80er Jahre. Damit produziert man Zeilen. Also du tippst den Text ein auf dieser Tastatur und dann wird die als Zeile ausgespuckt. Und dann kannst du die in so einem Setzkasten setzen und drucken. Also, oder man setzt manuell, das geht auch, also es wird auch gemacht. Also bei kleinen Text, also bei Fließtexten mit sehr kleinen Buchstaben, so habe ich das verstanden. Ich nagel mich da nicht fest, ich bin wirklich alles andere als ein Experte für sowas. Da wird das in so einem, in so einer Linotype-Setzmaschine getippt und dann spuckt er die Zeilen aus und man kann das natürlich auch mit einem Handsatz machen, dass du die Buchstaben auswuchst aus so einem, aus solchen Kästen zum Beispiel und dann manuell setzt in so eine Schiene. Was ultra krass ist, ey, wenn man sich das vorstellt. Was für ein Aufwand. Und da wurde Papier reingetan in diese alten Heidelberger Zylinder eben. Diese ewig alten Maschinen, die heute noch abliefern. Das sind so richtige Biester, so richtige Bestien, diese riesen Dinger, ey. Fand ich total spannend und das alles rattert und dreht sich und richtig geil. Vor allem, wenn man eben so mit sowas nicht aufgewachsen ist, ja. Da sieht man erstmal, was das für eine Handarbeit ist und was da dahinter steckt. Also man muss da so viel technisches Verständnis auch dafür haben. Richtig beeindruckend. Hier werden auch Zeilen getippt. Und diese Druckerei eben, die gibt es heute noch. Die produzieren auch noch, aber natürlich in nicht so großem Umfang. Und es ist natürlich auch kostspielig. Ne? Also deswegen, die meisten Leute, sag ich mal, denen ist es zu teuer. Oder die sehen, erkennen den Wert nicht. Aber wenn jemand, ich sag mal, das nötige Kleingeld hat und wie soll ich sagen, Einladungskarten machen will oder Bücher in kleinen Auflagen, die so eine gewisse, das gewisse Etwas haben oder vielleicht auch aus so einem kreativen Bereich kommen, der weiß das dann natürlich zu schätzen und zahlt es dann halt auch. Aber ich weiß, dass diese Druckerei jetzt zum Beispiel auch nicht mega
abwirft, weil eben die Zeiten sind halt irgendwie leider vorbei, muss man sagen. Ne? Witzig hier, der Herr tippt hier so eine Zeile ein, das war tatsächlich ein bisschen gefaked für mein Foto und dann, wenn man genau hinsieht, sieht man, dass auf dieser Zeile auch nur Kauderwelsch steht. Aber ich fand dieses Bild so schön. Und er fand, als er das Bild gesehen hat, meinte er, ah, meine Hände sehen hier so alt aus. Aber das fand ich eben so schön, dieses total Markante dieser Hände und dann eben dieses Mechanische aus dem, mit dem Blei und so, fand ich sehr gut. Hier wird ein Druck überprüft und so wird das Papier eben eingeschoben. Ne? Ah ja, das ist hier auch dieser Schmelztegel. Da wird aufgemacht und dann fließt das flüssige Blei in so eine Form. Eben so sieht der Rohling aus und wird dann mit so Spezialhandschuhen rausgenommen. Richtig cool. Ich habe die ganze Strecke in Schwarz-Weiß gehalten, weil ich wollte es alles so, alles monoton haben. Ich wollte, dass es in sich geht. Der ganze Raum ist schon sehr unruhig, weil da so viel Zeug rumsteht und auch sehr viel Kunst rumhängt an den Wänden und das wäre mir alles zu unruhig geworden. Deswegen dachte ich mir, ich mache alles in Schwarz-Weiß, das beruhigt so ein bisschen und dann kann man sich aufs Wesentliche konzentrieren. Auch wieder Detailaufnahmen mache ich auch sehr gern. Dieses Format heißt, ich mag meine Bilder sehr gern. Nee, aber es gibt halt so ein paar Bilder, die mag ich total gern. Das hier zum Beispiel mag ich auch sehr gern. Und es gibt Bilder, die sind okay. Also, ja. Aber ich mache auch selber ganz viele Bilder, die ich nicht gut finde. Zu meiner Verteidigung. Die Sachen in der Buchrücken. Da wurde gerade ein Buch produziert. Und da werden die wirklich noch manuell zusammengesetzt, geleimt. Und ja, das ist halt wirklich eine Handarbeit. Da haben wir eigentlich zum Beispiel, hier sieht man auch ganz viel Kunst im Hintergrund. Und ist ja auch farbig und so. Und dann wird das alles sehr unruhig. Da stapeln sich die Bücher, die fertig geleimt wurden, damit sie trocknen können. Und dann das Cover eingebunden werden kann. Das ist das Buchcover dann. Und zum Beispiel das Buchcover wurde in 3 Farben gedruckt. Und das bedeutet in so einem Fall nicht wie heute mit einem Tintenstrahldrucker, dass da dann irgendwas rauskommt, sondern du brauchst für Farbdrucke, brauchst du ja jeweils eine andere, wie heißt das nochmal? Du brauchst so eine, ein Klischee heißt es, glaube ich sogar. Ja, eine andere Form, einen anderen, ein Klischee heißt es, glaube ich, wirklich. Und da muss dann extra Farbe reingewischt werden. Also das ist super aufwendig. Aber halt, was Besonderes, ne? Genau, und da gibt es dann auch diese Schränke. Das hatte ich ja hier eben bei meinem Bild, was ich eben gezeigt habe, wo dann diese ganzen Buchstaben auch nochmal in verschiedenen Schriftarten und Schriftgrößen drin sind. Man kann die dann aufschieben und setzt die dann zum Beispiel wie hier in so einen riesen, also es ist ein ziemlich großer Setzkasten und dann werden die da spiegelverkehrt reingesetzt. Der Herr Christoph Dürr, ein sehr netter und extrem kompetenter Mann. Ja, das ist auch nochmal so ein atmosphärischer Shot ohne Menschen. Das ist auch so eine Maschine. Genau, hier sieht man eben diese ganzen Schubladen, wo die verschiedenen Schriften drin sind. Verschiedene Schriftarten, Größen und so weiter. Und oben drüber angedeutet sieht man diese Gemälde, die sich da auch, die da gelagert werden. Also es ist wirklich ein unglaublicher Ort. Und so sieht das fertige Produkt dann aus, in dem Fall. Genau, und das war es eigentlich schon mit der Fotostrecke. Also das ist wirklich ein Projekt, das ist auch schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe. Und vielleicht blende ich noch mal ein paar Fotos ein von der Ausstellung. Genau, das könnte ich auch noch machen, wenn ich die finde. Und genau, das war es soweit eigentlich schon. Ihr könnt mir gerne Feedback geben. Ich werde es jetzt vielleicht öfter machen. Ich habe ja eben Zeit. Und ihr könnt mir auch gerne Fotos schicken von euch zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel ein ganz anderes Format. Ihr schickt mir Bilder von euch und ich sag was dazu. Wenn euch das interessiert, was ich dazu zu sagen habe, wenn nicht, dann ist auch okay. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.